Frau Schöneberger, den wirklich echten Mann, was macht den aus für Sie? Ach, ich finde, echte Männer sollten irgendwie eine Position haben. Also ich mag immer, ich stehe nicht auf so Modepüppchen. Wenn die zu viel verrückte Sachen mit ihren Haaren und mit ihren Klamotten und den Schuhen und so machen, dann bin ich raus. Ich finde, ein echter Mann sollte eine Position haben, der sollte für was stehen, der sollte auch für was einstehen. Der kann auch ruhig lustig sein. Tierlieb. Muss er nicht unbedingt sein. Muss er nicht, also er darf Fleisch essen. Sagen doch Frauen immer. Tierlieb muss er sein, treu muss er sein, lustig muss er sein. Also im Großen und Ganzen, er muss halt einfach ein Kerl sein. Und ich muss mir auch vorstellen können, dass der mal mit einer, keine Ahnung, dass er mal im Garten die Schubkarre schiebt, ohne dass ihm gleich ein Nagel abbricht oder so. Also halt ganz normale Arbeiten. Ich mag gerne normale Männer, die anständige Pullover tragen, die eine ordentliche Jeans anhaben und gute Schuhe und die irgendwie, ja, genau. Ja, yeah. Und doch. Kein T-Shirt unterm Hemd. Also. Ich kann es nicht ändern. Wir haben ja die tollsten, coolsten Männer hier kennengelernt. Haben Sie Ihr persönlicher Mann des Jahres? Ich finde immer wieder, ich sehe in der NDR Talkshow jede Woche so viele tolle Männer. Und ich hatte zum Beispiel letzte Woche, Peter Maffay da. Das finde ich, ist einfach immer jemand, der ist immer auszeichnungswürdig. Dem möchte ich jede Woche eigentlich einen Preis für irgendwas verleihen. Den finde ich toll. Aber ich bin natürlich mit der Wahl aller, die hier heute Abend einen Preis gekriegt haben, völlig einverstanden. Wir haben ja bald Weihnachten. Wenn ich jetzt Ihnen so einen Mann zu Weihnachten backen muss, was wären so die wichtigsten Attribute, die ich beifügen muss? Wenn ich ihn mir backen kann, dann machen Sie ihn mir möglichst groß, möglichst muskulös, nicht zu viele Haare. Ich finde Männer mit zu vielen Haaren auf dem Kopf schwierig. Und machen Sie ihn süß, mit allem dran, was man so braucht. Also wenn man ihn sich backen kann, nehmen Sie ruhig viel Teig.